ich versuche mit meiner Kunst so wenig Entropie zu machen wie möglich. Ja, das heißt also, die ganze Vorlieferung von Leinwand für den Maler, Farbproduzierung und so weiter, Meißel für Bildhauer, das entfällt bei mir. Ich komme mit leeren Händen und setze das, was ich finde, direkt um. Ich möchte an keinem Leid mich schuldig machen. Und gegenüber dem Baum oder gegenüber der Pflanze habe ich im Prinzip ähnliches Gefühl als wie zu einem Menschen oder zu einem Tier. Und das ist wohl der Grund sein, wo ich unbewusst den Entschluss fasste, soweit es geht, keine lebende Materie zu verletzen. Und nur auf diese Art und Weise kann ich auch das Gefühl haben, dass ich mit der Natur oder mit der Landschaft arbeite und nicht gegen sie. Manchmal habe ich dann das Gefühl, dass sich eigentlich nichts verändert hat. Ich war da, habe was gemacht und das wird aber wieder zurückgenommen. Und es sind nur noch ganz, ganz kleine Veränderungen nachher, nach Jahren da. Dieses Gefühl, das ist eben was für mich sehr Schönes. Und das kann ich nur erreichen, indem ich so arbeite.